Herzlich willkommen bei Urknall Weltall Leben. Heute wieder live und in Farbe von der Hochschule Rosenheim. In unserem öffentlichen astronomischen Kolloquium haben wir den Vortrag von Lisa Kaltenegger aufgezeichnet zum Thema Tausende neue Welten sind wir allein im Universum. Heute mit dem dritten Teil. Viel Spaß dabei. Bevor wir in die Fragerunde einsteigen, schau mal vorweg ein kleines Care-Paket für den Rückflug, dass du dich hier auch an die Sternwarte Rosenheim und an die Hochschule erinnerst. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Und ich möchte dann die Fragerunde einleiten. Und bevor das losgeht, möchte ich meine Helfer bitten, aktiv zu werden. Wer ist eigentlich das erste Mal da heute bei einem astronomischen Vortrag? Ah, das ist immer das erste Mal im Leben, ne, ist ganz klar. Wenn Sie mehr Infos zur Sternwarte brauchen, hier vorne ist der Flyer. Während der Fragerunde werden meine Helfer Körbchen verteilen, die an der Seite durch die Reihen gehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dort vielleicht die Spende für die Sternwarte nachher drin wäre. Und weil wir das während der Fragerunde machen, ist mir es lieber, wenn es raschelt, als wenn es klimpert. Vielen Dank dafür. Mit diesem Geld wird die Sternwarte verbessert und auch dieses Kolloquium mitfinanziert. Und wer Fragen hat an Lisa Kaltenegger, die Runde ist eröffnet. Haben Sie? Hast du? Ja, hier ein Mikro. Das reicht locker. Das geht. Und dann komme ich auch gleich nach hinten. Okay, meine Frage wäre. Das nächste, also der Proxima Centauri ist ja der nächste Stern, aber der ist ja auch nur in einem Doppelsternsystem. Kann so sowas wirklich Leben geben? Ich meine. Also das Spannende ist eben, die Frage war immer, kann es in einem Doppelstern überhaupt einen Planeten geben? Weil das war generell, wenn Sie diese Scheibe um einen Stern haben und dann ein zweiter Stern daher pflügt, weil er ja um den ersten Stern kreist, dann war die Idee, dass das eigentlich die Scheibe dann in die andere Richtung zieht und ihnen die Scheibe auseinanderbricht, mehr oder weniger das Planetenmaterial. Jetzt hat man aber gezeigt, also man hat gesehen, dass diese, besonders wenn die Doppelsterne weit auseinander sind, wie in dem Alpha Centauri System, das ist sogar ein Dreifachsystem, also sie haben A, B und C, dass die sind weit genug voneinander weg, dass es da der Scheibe eigentlich egal ist, das heißt auch, die auch Planeten machen kann. Und wirklich verstehen, ob es dort Planeten geben kann oder nicht, ist durch Beobachtung, weil man welche finden. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dass es auf einem Doppelsternplaneten irgendwas geben würde, was jetzt schlecht wäre für Leben. Weil wenn Sie hier einen normalen Stern haben und dort im Planeten ist es so wie die Sonne und dann würden Sie halt, der zweite ist ja weit weg, noch irgendwo oben einen helleren Stern sehen. Was spannend ist, dass man auch Planeten entdeckt hat, die um zwei Sterne kreisen. Das heißt, es gibt ja auch Planeten, Sternsysteme, die Doppelsternsysteme, die ganz nah aneinander sind. Und da ist es dann so, dass scheinbar die Scheibe um beide herum geht. Das heißt, der Planet dann um die zwei Sterne herum geht. Das ist dann Tatooine, Luke Skywalker, Star Wars, wo da zwei Sterne sind. Und was da fröhlich ist, weil ich mag Star Wars sehr gern, aber was fröhlich ist, wir haben bitte schon einen Planeten gefunden, der vier Sonnen hat. Haha, Tatooine, zwei Sonnen, ein bisschen mehr Fantasie würde ich mir da schon wünschen bei den Star Wars jetzt. Okay, Dankeschön. Hier hinten ist die nächste Frage. Was ist Ihre Meinung bzw. Ihre Stellungnahme zum Fermi-Paradoxon? Das Fermi-Paradox ist ganz interessant und zwar, die Frage war, wo ist jetzt jeder? Ja, wenn wir jetzt da draußen Milliarden von Planeten haben, warum sitzt jetzt nicht da ein Alien? Also ich zähle sie zu uns, ich hoffe, das passt. Warum sitzt da jetzt nicht jemand oder warum sind die jetzt nicht da? Alle UFO-Sightings, die immer bekannt gegeben werden, sind anders erklärbar mit Wetterphänomenen, bla bla bla, das können wir uns nachschauen. Das heißt, es gibt keine Hinweise, dass es Alienleben hier gäbe. Und das heißt, Fermis Paradoxon, wo ist denn dann jeder? Wenn es lauter Planeten gibt, die Leben beherbergen könnten und dann auch Leben beherbergen, warum ist noch keiner da? Und wenn ich das gefragt habe, ist meine persönliche Meinung. Sie haben unser Keks, das ist unser Sonnensystem. Zwei Fußballfelder ist der nächste Stern. Das heißt,
die Reisezeit ist ewig lang zum nächsten Stern, weil Lichtgeschwindigkeit, Einstein sagt, Lichtgeschwindigkeit ist überhaupt die höchste Geschwindigkeit überhaupt. Der nächste Stern ist 4 Lichtjahre weg. Wenn Sie mit Lichtgeschwindigkeit reisen, haben Sie unendliche Masse, das kann irgendwie nicht gehen. Das heißt, sagen wir 10% der Lichtgeschwindigkeit, unser nächster Stern mindestens 40 Jahre in Anrichtung. Und wenn es jetzt wirklich ganz, ganz viele Planeten gäbe, dann frage ich normalerweise meine Studenten, sage ich, ich habe 2 Planeten. Ich kann aber nur zu einem fliegen, weil es ist weit und es kostet viel. Einer ist 5000 Jahre älter als wir und hat Spuren von Leben. Einer ist 5000 Jahre jünger als wir und hat Spuren von Leben. Ich kann zu einem von den 2 hin. Welchen würdet ihr euch aussuchen? Und bis jetzt hat noch keiner gesagt, den ganz alten. Und wenn Sie sich dann einfach vorstellen, wir haben Fußabdrücke von Menschen, gibt es nur am Mond. Das heißt, wir haben es noch nicht mal bis zum Mars geschafft. Das heißt, die Idee, dass wir so interessant wären, dass jemand anderer sagt, sagen wir mal, es gäbe ganz viele Planeten da draußen, weiterentwickelt als wir, dass jemand sagt, ich muss denen beim Feuermachen zuschauen. Das ist meine persönliche Meinung. Sollte es Leben da draußen geben und Leute auch durch die Gegend fahren können, warum sollten die uns besuchen? So interessant sind wir noch nicht. Okay, danke schön. Nächste Frage, Herr Nisswan. Ja, auf der Suche nach Leben, da ist ja der nächste Planetenkandidat der Mars und die geologischen Strukturen und so weiter. Und jetzt will ja doch der ExoMars, also der Schiaparelli ist ja abgestürzt, aber in 3 Jahren wollen die also mit einem 2-Meter-Bohrer reinbohren und schauen, ob sie Lebensspuren finden. Und ich glaube, wie weit ist man dann jetzt, dass man sagt, man hat eine große Wahrscheinlichkeit, hier wirklich also Leben zu finden? Weil ich glaube, das wäre der erste große Schuss nach Lebenssuche. Und das andere sind ja doch alles Wahrscheinlichkeitsaussagen, die aber vielleicht schon stimmen. Also ich muss sagen, wenn wir Leben auf einem anderen Planeten oder Mond in unserem Sonnensystem finden würden, super spannend. Besonders, wenn das Leben anders ausschaut wie unseres. Weil besonders das Problem, das wir beim Mars haben, ist, dass wir hier Rover und lauter verschiedene Marsfahrzeuge haben und wir die nicht so besonders sterilisieren können. Das heißt, wir bringen ja auch Leben zum Mars, das potenziell dort sich, wenigstens dormend, das einfach dort nicht umgebracht wird. Wie gesagt, ich habe Ihnen von einem Wasserbärchen erzählt, wenn Sie das im All aussetzen können und Wasser drauf topfen und es geht ihm gut, können Sie es am Mars aussetzen, ist auch okay. Das heißt, ein großes Problem, das wir haben, ist sicherzustellen, dass wir es nicht hingebracht haben. Aber generell, Mars ist unser nächster Nachbar und Mars ist sehr freundlich. Und das heißt einfach, dort ist es zwar kalt und es gibt kaum eine Atmosphäre, aber zum Beispiel auf der Venus ist es total säurehaltig und wahnsinnig heiß. Das heißt, es geht alle Elektronik, die Sie irgendwie haben, nach ein paar Stunden ein. Weil das, wenn Sie jemals ein Elektronikbord zusammengelötet haben, wenn Sie da Säure drüber räufeln, ist nicht sehr bekömmlich. Mars ist das Nächste und das Beste. Also das Einfachste hinzukommen auch. Was wir bei Mars gesehen haben, ist, dass auf der Oberfläche keine Spuren von Leben gibt. Das haben diese Rovers, jetzt die Marsfahrzeuge, jetzt an verschiedenen Stellen vom Mars gezeigt und auch verschiedene Landungen. Aber Mars hat natürlich eine sehr dünne Atmosphäre, kein Magnetfeld. Das heißt, die Strahlung auf der Oberfläche ist sehr hart. Wenn sie Leben wären, würden sie auch gerne runterbuddeln, damit sie von der Strahlung geschützt werden. Darum ist die Hoffnung bei Mars, dass es vielleicht Leben oder Lebensspuren geben könnte, die eben ganz tief im Inneren sind. Wenn wir könnten, würden wir lieber noch weiter runter bohren, aber das Problem ist, Sie müssen den Bohrer ja mitnehmen und der ist schwer und den müssen Sie überhaupt launchen. Aber die 2 Meter sind schon, oder 10 Zentimeter, 20 Zentimeter sind schon gut, weil sie unter der Oberfläche sind. Die Frage, wo es am wahrscheinlichsten ist, wenn Sie den Astronomen fragen, das ist sehr fröhlich, da entbricht der Kampf, was jetzt der Beste, darum ist es gut, ich habe Exoplaneten, bei Exoplaneten haben wir 100 bis Tausende, da können Sie sich einen aussuchen. Aber im Sonnensystem ist der Streitfrage ist zwischen Europa, Ozean, da könnte es was geben, Enceladus, das ist ein Mond vom Saturn, auch ein Ozean und da gibt es sogar Geysire, die Wasser raussprühen. Das heißt, da muss man nicht einmal landen und durchbohren, sondern da könnte man einfach nur durch diesen Geysir, durch diese Wasserfontäne durchfliegen und schauen, was in dem Wasser drinnen ist.
was der Vorteil wäre, wäre sie dann bestimmt selber nichts mitgebracht haben. Bei Europa, wenn sie landen und durchbohren, ist wieder die Frage, wenn das Leben, das sie finden, ähnlich ausschaut wie das bei uns. Haben sie es mitgebracht oder haben sie es nicht mitgebracht? Mars, Europa, Enceladus und Titan. Titan müsste ein ganz anderes Leben haben, weil die halt Ethan und Methan sehen. Das heißt, es wäre kein Leben auf Wasserbasis, weil es so kalt ist am Titan. Sind die vier Kandidaten im Sonnensystem. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir auf Mars Leben finden werden? Schauen müssen wir auf jeden Fall, weil wir können schauen. Und das ist generell meine Einstellung zum Sonnensystem. Wenn wir hinfliegen können und schauen können, wäre es doch blöd, wenn wir es nicht machen, weil egal wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ein bisschen eine Wahrscheinlichkeit noch da ist, dass es Leben geben könnten und wir schauen können, sollten wir gehen und schauen. Okay, da in der Mitte, mal schauen, damit Ihre Frage auch auf den Nein, das können Sie vergessen, weil Sie sollen auch auf dem YouTube-Kanal daher zu hören sein. Dazwischen mal wirklich helfen. Vielen herzlichen Dank. Sie haben vorhin von der Zeit gesprochen, die der Menschheit quasi noch bleibt, ehe sich die Sonne ausdehnt. Gibt es theoretische Gedankenspiele darüber, wann so eine Übersiedelung der Menschheit auf so einen Exoplaneten geschehen sollte? Die Idee, also Überlegungen gibt es immer. Ja, du könntest. Die Idee dabei ist, also ich habe gesagt, wir haben noch 6 Milliarden Jahre Zeit, bis die Sonne sich so weit ausdehnt, dass sie es von hier berühren können, was schlecht ist. Aber sie haben circa 1 Milliarde Jahre Zeit, bis es auf der Erde so heiß wird, dass ihnen das ganze Wasser verdampft. 1 Milliarde Jahre ist noch sehr gut, aber dann wird die Erde wie die Venus jetzt ist. Die Erde wird den gleichen Weg beschreiten wie die Venus und wird dann einfach wolkendick, säurehältig, nicht gut. Die Frage ist, wohin? Und das haben wir zum Beispiel heute schon diskutiert beim Café. Die Idee zum Beispiel zum Mars zu fliegen, da kaufen sie sich ein bisschen Zeit, weil Mars ein bisschen weiter draußen ist. Aber eigentlich, dadurch, dass jede Sonne heller wird mit der Zeit, was sie wirklich haben möchten, ist eine mobile Basis. Also wenn sie jetzt wirklich weiterspinnen. Sie wollen sowas wie eine große Raumstation. Und normalerweise sagt dann jeder Raumstation, das ist ja super fad, super langweilig. Und dann ist die Frage, da sind die neuen Star Trek Filme wieder gut. Die haben diese ganz tollen mit ganz vielen verschiedenen Stränden und so weiter. Da ist dann die Antwort, naja, das ist jetzt wieder Hirngespinst. Wenn sie so große bauen könnten, dass eine London ist, eine Paris, eine München, eine Rosenheim und dann mit dem Shuttle durch die Gegend fliegen zwischen den Space Stationen, ist vielleicht gar nicht so unpraktisch. Also das heißt, Umsiedlung auf einen Exoplaneten ist die Frage, ob sie das eigentlich als Endziel wollen. Weil die, wenn, dann müssen sie sich einen aussuchen, der um so einen M-Stern, weil die M-Sterne sich ganz, ganz langsam entwickeln. Je kleiner der Stern, desto länger lebt er. Und da haben wir einen Vorteil, das ist ein Proxima B, der nächste Stern überhaupt, ist so ein kleiner und hat möglicherweise, also hat diesen, einen erdähnlichen Planeten. Das heißt, wir müssten nur 4 Lichtjahre. Aber trotzdem, die Idee ist da, der Weg ist das Ziel. Weil wenn was 4 Lichtjahre weg ist, dann sollte es nicht ihr Ziel sein, dass sie dorthin kommen, sondern dann soll es zwischendurch auch ein bisschen interessant sein. Und die Idee, zum nächsten Stern zu fliegen, da gibt es jetzt schon Ideen, dass dieses Yuri Milner Breakthrough Project zum Beispiel, das ist ein amerikanischer Milliardär, der die ersten Ideen finanziert, wie man mit so ganz kleinen Chips, also so wie sie im Handy haben, solche Computerchips, wie man die zum nächsten Stern bringen könnte mit 20% von der Lichtgeschwindigkeit. Das ist ein großes Segel, die man mit einem Laser anstrahlen würde. Das heißt, die Ideen gibt es schon, konkrete Ideen gibt es nicht, weil es auch nicht richtig akut ist. Das heißt, wenn sie jetzt die ganze Menschheit, wenn es irgendeine akute Bedrohung gäbe, würden sie mit dem Bauen von Space-Stationen anfangen. Aber sie bräuchten eine, die jetzt nicht unbedingt um die Erde kreist, sondern sie hätten gerne eine, die eben quer durchs Weltall unterwegs ist. Science-Fiction-Bücher gibt es viele, Ideen gibt es viele, konkrete Pläne gibt es wenige und die Frage generell ist, ob sie auf einem anderen Planeten wollen oder ob sie einfach dann einen mobilen Campingwagen im Universum haben, wo sie sich dann das ganze Universum anschauen. Okay. Danke. Nächste Frage. Hier vorne ist die nächste Frage. Ja,
Frau Professor Kaltenegger, sehr spannend fand ich die Entdeckung von Kepler. Ich glaube, vor 2 Jahren eine Sonne, die heißt irgendwie KIC, 8 Millionen irgendwas, ich weiß nicht mehr genau wie, und die hat einen Vorbeiflug, da wurde Vorbeiflug entdeckt, der 20% des Lichtes schluckt oder nicht schluckt, und das 80 Tage lang. Und das kann man mit bestem Willen nicht durch einen runden Planeten erklären. Genau. Und da kommen dann so Fantasien wie der Todesstern oder wie eine Zivilisation, die ungewöhnliche Dinge schon gebaut hat um Sterne. Wie interpretieren Sie diese Entdeckung? Es gibt Entdeckungen, also wir haben natürlich viele Sterne, die jetzt nicht periodisch dunkler werden. Ja? Weil periodisch dunkel ist ein Planet, der um sich herum kreist, oder zwei, die haben verschiedene Perioden, das können sie auseinander dividieren, sondern es gibt auch viele, wo Signale sind, wo man denkt, irgendwas stimmt nicht. Ein Problem ist, dass der Stern idealisiert gleich bleibt. Aber natürlich, ein Stern hat viele Flecken, Sternenflecken, wie wir Sonnenflecken haben. Und wenn es ein kleiner Stern ist, können die Sternenflecken zum Beispiel ganz verschieden variieren. In dem Fall von dem Stern, von dem Sie gesprochen haben, ist die beste Erklärung, die wir haben, eine Kometenfamilie. Das heißt einfach kein Planet, sondern Gesteinsbrocken, die natürlich jetzt nicht immer zur gleichen Zeit vorbeifliegen, sondern die da so als Wolken vorbeikommen. Und eine Freundin von mir hat den eben entdeckt, sie ist eine super tolle Wissenschaftlerin in Yale, aber die war noch nicht sehr, die hat nicht viele Interviews gegeben. Und in dem Paper steht absolut nichts über Außerirdische drin. Kein Wort. Sondern Kometen sind die beste Erklärung, die wir haben. Wir haben auch andere Sternsysteme mit Ringe und auch andere Systeme, die so ähnliche Sachen haben. Nur hat sie dann ein Journalist von Atlantic Journal gefragt, could it be aliens? Können es Außerirdische sein? Und sie war halt noch nicht so erfahren, und sie sagt yes, und wir alle, Mama mia. Weil wenn sie einmal sagen, können es Außerirdische sein, und der Wissenschaftler sagt, kann man ja nicht ausschließen, sagt ja, das war natürlich jetzt die Headline, Yale Research, also Wissenschaftler von der Elite-Universität Yale finden Aliens, Alien Structures. Und das ist was, das können sie nicht mehr zurücknehmen. Da können sie dreimal sagen, das waren bestimmt keine Aliens. Und so, es ist auf der anderen Seite super, es ist viel Interesse für ihr Forschungsfeld entstanden, für Kometen um andere Sterne. Es ist jetzt viel heißeres Thema wie vorher. Vorher hat jeder gesagt, nee, Kometen um andere Sterne, Planeten sind interessanter. Jetzt sind es Megastructures, könnten auch Aliens sein. Aber ich glaube, was die ganze wissenschaftliche Community gelernt hat, was die meisten schon gewusst haben, ist, wenn sie ein Reporter jemals fragt, können es Außerirdische sein? Die Antwort ist immer nein, es ist egal, was das ist, bis sie Spuren haben. Und insofern, diese Abdunklung von Sternen eben, wenn sie haben ja bei uns im Sonnensystem den Asteroidengürtel oder weiter draußen noch den zweiten Gürtel. Genau, Kuiperbelt, Kuipergürtel. Wenn sie den sehen, ja, wenn der dicht ist und der genau in ihrer Sichtlinie zum Stern ist, die sind nicht periodisch, weil die interagieren ja auch gemeinsam. Also der eine Komet ist schneller, der andere ist weniger schnell. Das heißt, der wird den Stern nicht spezifisch abdecken, sondern immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Besonders wenn sie eine ein bisschen verkippte Scheibe haben. Und das dürfte sein, also von Modellen kann man sich diese 20% dadurch erklären, dass es verkippt ist. Nur müssen wir natürlich auch sagen, seit es potenziell Außerirdische sein könnten, haben sehr viele Leute sehr großes Interesse an dem Stern und man kriegt viel mehr Zeit, sich den Stern anzuschauen, nur um jetzt rauszukriegen, was es jetzt wirklich ist. Wie gesagt, sie hat es nicht absichtlich gemacht, aber ich glaube, es hat jeder gelernt, wenn jemand fragt, und es war fröhlich, weil sie hat gesagt, yes, ohne irgendwas, und wir alle. Da steht was daneben und sagt, but, jetzt wenigstens ein aber dahinter. Sie sagt, yes, ich meine, stimmt eh. Das kann ein Außerirdischer sein. Kann ich Ihnen nicht sagen, dass diese Fernbedienung kein Außerirdischer ist? Ich meine, kann ich Ihnen nicht hundertprozentig wissenschaftlich sagen, dass es keiner sein kann? Kann sein. Und so ist das speziell entstanden. Okay, danke. Hier vorne ist noch eine Frage und danach gehen wir erst da hoch. Wie gesagt, wenn sie jemals fragt, könnten es Außerirdische sein, die Antwort ist immer nein. Oder möglicherweise, aber nie ja. Also ich hätte folgende Frage, und zwar, Sie haben da gesagt, vom Wobbling, dass da, wenn das ein Stern so ein bisschen wackelt, dass man daraus schließen kann, dass da Planeten rumkreisen.
Aber meine Frage ist dazu, wie ist das jetzt zu unterscheiden? Ist das, ob das ein Stern, ein Planet ist oder zwei Planeten oder drei Planeten und zudem unterschiedlich groß? Wie kann man das auseinanderhalten? Wie kann man das erklären? Das wollte ich wissen. Mhm, danke. Und zwar, das habe ich schlecht erklärt oder nicht erklärt, weil es am einfachsten immer mit einem zu erklären. Wenn Sie die Erde haben, die braucht ein Jahr um unseren Stern herum. Das heißt, unsere Sonne geht vor und zurück in einem Jahresrhythmus wegen der Erde. Der Jupiter braucht 11 Jahre. Das heißt, die Sonne geht nochmal vor und zurück im 11-Jahres-Rhythmus. Das heißt, es sind verschiedene Signale, die sich überlagern. Jupiter ist dicker, also massiver. Das heißt, Sie sehen erst den Jupiter. Diese 11 Jahre wackeln. Dann nehmen Sie dieses Signal raus, sagen, okay, Sie haben einen Planeten entdeckt, schauen sich den Stern an und schauen, ob er nochmal wackelt mit einer anderen Frequenz. Weil Planeten, wenn sie an verschiedenen Abstand sind, haben wir verschiedene Zeit, rein Kepler, die sie brauchen, um den Stern zu umkreisen. Und so nehmen sie immer das stärkste Signal erst raus, dann das weitere Signal und das kann man im Frequenzraum sehr gut sehen. Da sieht man, ups, da gibt es eine Periode, da gibt es noch eine, da gibt es noch eine. Und so kann man mehr als einen Planeten aufspüren. Einfach, ziemlich einfach mit dem Computer. Okay, hier vorne ist noch eine Frage. Ja, auch zum gleichen Themenkomplex. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Bewegung der Sonne im Bereich einiger hundert Meter pro Sekunde oder so etwas liegt, also extrem langsam verglichen mit der Lichtgeschwindigkeit. Was messe ich denn? Irgendeine Spektrallinie nehme ich doch mal an. Genau. Also aber, aber um die Frage noch abzuschließen, die ist ja dann auch thermisch verbreitert. Wie kann ich denn so einen Effekt, also meine 100 Meter pro Sekunde, irgendwas mit 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7, das kann ich doch spektral nie auflösen. Für die Erde brauchen Sie 10 Zentimeter pro Sekunde, um die um einen sonnenähnlichen Stern zu sehen. Es ist noch schlimmer, wie gesagt. Um einen kleinen roten Stern ist ja die gleiche Masse von der Erde, weil der Stern viel weniger massiv ist, macht er ein viel größeres Signal. Da kommen es dann in die 100 Zentimeter pro Sekunde Linie. Und wie macht man das? Weil es sehr schwierig ist, diese Linienverschiebung zu sehen. Und zwar, was passiert ist, ein Stern hat auch eine Atmosphäre, ganz eine dünne Gashülle. Und da sind Atome drinnen und diese Atome bringen eben auch, interagieren mit dem Licht, das vom Stern ausgesandt wird. Das heißt, im Sternenlicht gibt es auch solche Absorptionslinien, schwarze Linien. Das sieht man in jedem Spektrum. Jetzt wissen wir im Labor, die Linie müsste hier sein und dann messen wir es beim Stern und die Linie verschiebt sich ins Blaue, verschiebt sich ins Rote und so kann ich den Stern wackeln sehen. Jetzt brauche ich aber wahnsinnige Genauigkeit und ich mache es insofern, dass ich den Stern anschaue mit einem großen Teleskop, das Licht kommt rein, aber während das Licht reinkommt, nehme ich da eine Gaskartusche oder so ein Gasfenster, also mit einem Gas, das ich kenne. Das heißt, das Licht vom Stern wird durch dieses Gas, das ich kenne, gefiltert. Das heißt, ich habe wie Lineallinien drinnen. Ich weiß genau, wo die Linien sind, weil ich habe mir das Gas ausgesucht, das das Sternenlicht da durchfiltert. Das hat jetzt eine gewisse Breite, diese Linien. Das heißt, Sie können nur gewiss messen, also mit der Temperaturverbreiterung, Sie können es kühl halten, aber es hat jede normale Spektrallinie in diesem Gas eine gewisse Breite. Und da kommt das Neue rein, dieser Lasercom, der ja hier in Deutschland, das war der Nobelpreis für diese, wer ist bei uns, Lasercom? Ich mache das alles in Englisch, Entschuldigung. Danke, Frequenzcom. Und zwar, was er ist, Sie haben Ihr Laser. Laser hat eine spezielle Frequenz, die er aussendet. Und für diese Suche nach Exoplaneten ist es wichtig, Sie haben normalerweise diese Frequenz, kann ganz, ganz, ganz viele Laserlinien. Das heißt, Sie können es nicht hernehmen, weil es Ihnen eigentlich das ganze Signal überlagert als Lineal. Aber es ist eine Methode gefunden worden, wo Sie 10 dieser Linien oder 50 dieser Linien suppressen. Runterdrücken, ich bin gerade aus Amerika gekommen, ich mache das alles in Englisch. Runterdrücken und das heißt, dann können Sie es als ganz feines Lineal drüberlegen.
Und dadurch können sie so genau messen, weil mit dem Gas könnten sie es normalerweise nicht messen, aber dadurch, dass sie diese Laserfrequenzen haben, je nachdem, wo der Stern die Frequenz hat, kommt auf die Temperatur drauf an, können sie einen blauen Frequenzkamm oder einen roten Frequenzkamm verwenden und wie gesagt einen erdähnlichen Planeten um einen kleinen Stern, das sind es dann in den 50, 100 Zentimeter pro Sekunde und so genau kann man messen. Kurze Nachfrage, aber nur kurz. Dass die Lasermesstechnik soweit ist, ist klar. Meine Frage zielt ab auf diese Fraunhofer-Linie, die ja hin und her wackelt, spektral. Aber die ist doch thermisch verbreitert. Der Stern ist ja heiß. Das muss doch ein ganz flacher, breiter Hut sein. Es ist nicht ganz ein flacher, breiter Hut. Und das Ganze, Sie haben ja nicht nur eine Linie. Sie haben ja einen Wald von Linien. Und dadurch, dass Sie die verschiedenen Laserlinien haben, können Sie differenziell messen. Und da kriegen Sie die, und das ist alles in einem Temperaturvakuum, also wenn die Temperatur im Instrument schwankt, dann haben Sie schon, können Sie schon vergessen. Aber dadurch, dass das alles perfekt gekühlt ist und perfekt im Vakuum aufgelegt ist, können Sie diese Genauigkeiten erzielen. Das wird schon in Chile beim VLT gemacht, also das ist das Harps-Instrument, das die Schweizer gemacht haben, und wird auch für die neuen Teleskope. Also man kann die Genauigkeit von 10 cm von Sekunde können Sie erreichen. Darunter wird es sehr, sehr schwierig. Es muss der Stern auch sehr inaktiv sein. Wenn der Stern sich sehr verändert, dann verbreitet sich Ihre Linie nochmal mit der Rotation und so, und da haben Sie dann ein Problem. Aber für die langweiligsten Sterne geht's. Und das ist dadurch, dass Sie einen Wald haben von Linien, nicht nur eine, die Sie sich anschauen können, können Sie das differenziell nehmen und genauer messen, wie wenn Sie nur eine Linie hätten. Okay, vielleicht ist noch, okay, sorry, beantwortet. Go. Mhm. Glaub ich. Gibt es noch eine letzte Frage? Dahin. Wo nochmal, bitte reinzeichnen. Ja. Ach, da war auch noch ein. Das wäre aber schon die zweite. Es sind noch 340 Leute im Raum, die noch nichts gefragt haben. Wo war's? Sie hatten dieses in Bau begonnene 38 oder 14 Meter Teleskop in Chile erwähnt. Ich nehme an, das wird ein segmentierter Hauptspiegel sein. Absolut. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen, bitte? Also wenn Sie dann einen Riesenspiegel bauen, ist es am besten, Sie machen ihn segmentiert. Weil eins von den wichtigsten Sachen, wenn Sie am Boden beobachten, ich habe gesagt, dieses nächste Teleskop im Weltall ist 6,5 Meter, also 3,5 mal ich oder 4 mal ich. So groß ist das Teleskop im Weltall, dass dann solche Linien in der Atmosphäre von kleinen Planeten erspähen kann. Auf der Erde haben Sie das Problem, dass Ihnen ein 6 Meter Teleskop nicht reicht. Sie brauchen ein größeres. Jetzt könnten Sie es aus einem Spiegel machen. Nur das Problem ist, was Sie brauchen auf der Erde, Sie sehen ja die Sterne flimmern am Abend. Dieses Flimmern ist nicht die Sterne, sind nicht die Sterne. Die Sterne flimmern nicht. Aber die Luft zwischen uns und den Sternen, da gibt es kalte und heiße Luftströmungen, die verbiegen Ihnen das Bild. Und das heißt, was Sie brauchen, wenn Sie vom Boden aus schauen, Sie müssen diese Wellen wieder gerade biegen, wenn Sie so wollen. Also Sie müssen die ganze Verbiegung der Atmosphäre rausnehmen. Und dann brauchen Sie, was Sie machen ist, Sie verbiegen den Spiegel. Das ist in einem Loop, das heißt, Sie kriegen die Wellenlänge rein, also Sie kriegen das Licht rein, Sie sehen, wie verbogen das Licht ist, also was die Atmosphäre gemacht hat, und biegen Ihren Spiegel ganz dezent zurecht. Und wenn Sie jetzt einen großen Spiegel haben, also einen, dann ist es total schwierig. Es ist besser und auch kostengünstiger, wenn Sie viele kleine Spiegel haben. Und diese viele kleinen Spiegel sind ganz, ganz dünn aufgehängt auf solchen Carbon-Structures und haben hinten diese Nachbiege oder diese Ausgleichsdingerle, hinten Pistons. Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich die technisch auch auf Deutsch erklären muss, hätte ich mit einem Kollegen vorher geredet, die halt diese Ausgleichsbeugung der Spiegel machen. Und das geht viel einfacher, wenn Sie kleine Spiegel haben. Wenn Sie einen ganz großen haben und da
reinbohren, dass es da rauf geht, dann verbiegen sie ja schon das Ganze auf der anderen Seite auch. Und wenn sie aber kleine Spiegel haben, ist es effizienter, günstiger, weil sie auch nicht einen Spiegel so genau polieren müssen. Und darum sind all diese Spiegel segmentiert. Und im Weltraum, dieses Weltraumteleskop 6,5 Meter, das ist auch segmentiert. Da gibt es zwar ganz einen anderen Grund, weil wir haben keine größere Rakete. Sie haben ja nichts, wo sie einen 6 Meter Spiegel reinbringen würden, weil die sind ja kleiner. Vor allen Dingen die Amerikaner nicht. Die Europäer leider auch nicht. Und darum falten sie diesen Spiegel. Und das geht natürlich auch nur, wenn sie segmentieren. Weil wenn sie nicht segmentieren, können sie den Spiegel nicht falten, dann ist er kaputt. Und mit diesem segmentierten Spiegel eben auch im Weltall, das wird eins von richtig spannenden Sachen, wenn es James Webb dann nächstes Jahr, Ende nächstes Jahres fliegt. Das kommt drauf in den Weltraum, sind wir alle ganz begeistert, aber dann muss es sich entfalten. Dann muss der Spiegel sich entfalten, dann muss der Zweitspiegel, weil sie sammeln ja das Licht ein, aber sie müssen es dann fokussieren, dann muss der Zweitspiegel nach vorne kommen und es müssen sich die ganzen Solarzellen und auch die, die mehr oder weniger die Hitze abhalten vom Teleskop, die müssen sich entfalten. Und wenn das alles geht, dann wird es angestoßen. Okay, das, also die Anzahl der Segmente haben Sie gesehen, 800 Stück, 1,40 Meter. Und um mal die Größe nochmal, ich schaue das gerade nochmal zurück, weil das finde ich als Ergänzung auch sehr beeindruckend bei dem European Extremely Large Telescope, knapp 40 Meter. Das, was Sie da sehen, was vor dem Mikrofon jetzt ist, das sind zwei große 40-Tonner LKWs, damit Sie mal ein Gefühl haben, wie groß das Teil ist. Ja? Gut, da kommt jetzt hier die allerletzte Frage. Mich hat das Bild fasziniert von der Erde aus ganz großer Entfernung. Bitte, was war da dieser helle Streifen? Und zwar dieser helle Streifen ist, Sie haben ja nicht nur die Erde, sondern die haben auch andere helle Sachen, wie zum Beispiel die Sonne in ihrem Blickfeld. Das ist genauso, wenn Sie ein Digitalfoto machen. Manchmal haben Sie, wenn Sie zu nah an einer hellen Lampe oder an der Sonne dran sind, haben Sie diesen Streifen nur durch, auch wenn Sie die Sonne gar nicht drauf haben. Das heißt, das ist mehr oder weniger ein Kamerafehler oder Defekt. Aber auf der anderen Seite, ich finde es eigentlich total toll, weil die Idee, dass wir da pristin einen Punkt sehen und es überhaupt keine Fehlerquellen gibt, ist ein bisschen illusorisch. Das heißt, wir müssen dieses Signal, und jetzt ist es eh gut, weil wir Licht haben, das heißt, da sehen Sie mal, wie schwer das zu finden ist, dieses Signal aus diesem ganzen Fehlerbalken rausholen, weil es wird andere Sachen geben, wie am Detektor oder bei der Kamera oder was Helles, was daneben steht. Und insofern ist dieses Bild eigentlich sehr, sehr erklärend zu dem Effekt. Danke. Gut. Okay, ja, dann nochmal einen ganz großen Dank an Frau Kaltenegger für diesen tollen Vortrag. Vielen Dank. Super, vielen herzlichen Dank. Und ich bin froh, dass das geklappt hat. Und im Nachhinein muss ich sagen, und vielleicht bestätigen Sie das, ich habe 2,5 Jahre an der Frau gebacken, das hat doch jetzt endlich gepasst, ja, dass das endlich hier zusammenkommt. Gut Ding braucht Weile. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Das ist super, dass das geklappt hat. Wenn Sie noch Fragen kommen, kommen Sie einfach runter. Ja, genau. Überhaupt kein Problem. Noch zwei oder drei Dinge. Punkt 1 ist, hier gibt es noch Sterne- und Weltraumhefte zum Mitnehmen. Ich mag die eigentlich nicht mehr wegräumen. Wenn Sie dann noch hier eine Spende reinwerfen, beschwere ich mich nicht. Und dann hat die Frau Klotz hier noch jede Menge Bücher dabei und tun Sie der Dame einen Gefallen, dass sie die nicht alle wieder in die Buchhandlung tragen muss. Mit 20 Euro sind Sie dabei und vielleicht schreibt Ihnen die Lisa Kaltenegger noch ein Autogramm rein. Kommen Sie gut nach Hause. Wir sehen uns allerspätestens am 23. Oktober wieder zur Feier 30 Jahre Sternwarte Rosenheim. Dankeschön und Servus.